Bobby Bostick. Bobby Bostick ist ein Mann aus dem amerikanischen Bundesstaat Missouri, der eine Haftstrafe von 241 Jahren verbüßt und dazu verdammt ist, im Gefängnis zu sterben. Warum diese Strafe besonders absurd ist und ihn damit zum Jugendlichen macht, der die längste Haftstrafe absitzen muss, erfahrt ihr in dem heutigen Video. Viel Spaß. Bobby Bostick sagt von sich selber, dass er ein wildes Kind von der Straße war und seitdem er 11 ist, ist er auch kriminell. Er verkaufte bereits mit 11 Jahren Drogen, konsumierte diese selber und klaute bei Gelegenheit. Genau so eine Gelegenheit bot sich für Bobby Bostick im Dezember 1995 in St. Louis, das ebenfalls in dem Bundesstaat Missouri liegt. Er und sein Freund waren an dem üblichen Ort, wo sie Drogen konsumierten und verkauften. Sie sahen einen Van, der Kleidung und Essen an Hilfsbedürftige, Obdachlose dort verteilte, so ähnlich wie die Tafel in Deutschland. Also wirklich einfach nur Menschen, die ehrenamtlich anderen Menschen helfen wollen. Und das macht die Tat, um ehrlich zu sein, auch schlimmer, weil sie haben genau diese Leute ausgeraubt, die anderen Leuten eigentlich helfen wollten. Und da kommen wir auch direkt zu der Straftat. Es war ein schwerer Raub. Als Bobby Bostick und sein Freund den Van sahen, gingen sie auf den Van zu und Bobby zog seine Waffe. Die Männer haben versucht, Widerstand zu leisten und Bobby schoss einen der Männer an. Nachdem Bobby einen der Männer angeschossen hatte, waren er und sein Freund auf Flucht. Sie sahen ein gelbes Auto von einer Frau und beschlossen, auch diese auszurauben. Sie klauten der Frau den Autoschlüssel und fuhren mit dem Auto, mit der Frau in dem Auto weg. Und wie ihr bestimmt wisst, Kidnapping ist auf jeden Fall vor Gericht nicht ohne einen Menschen quasi zu stehlen bzw. zu entführen. Ja, ihr könnt euch selber denken, was dabei rumgekommen ist. Die Frau hatte Todesangst und schrie um ihr Leben. Nach ein paar Metern haben sie aber gemerkt, dass es zwecklos ist, die Frau mitzunehmen und ließen sie frei und fuhren mit dem Auto weg. Die Polizei verfolgte Bobby und seine Mittäter und nach 30 Minuten, als alles aussichtslos schien, hielten sie an und ließen sich von den Polizisten von St. Louis festnehmen. Insgesamt hat Bobby in dieser Zeit 18 nachgewiesene Straftaten begangen, darunter 2 schwere Raubüberfälle, 3 versuchte Raubüberfälle, 2 schwere Körperverletzungen und 7 schwere bewaffnete Verbrechen. Das ist auf jeden Fall eine Zahl, die man erstmal schaffen muss. Über die anderen Straftaten weiß man nicht viel, weil Bobby selber nichts darüber erzählt. Aber das Verbrechen, wo jemand angeschossen wurde, war das ausschlaggebende Verbrechen, weswegen Bobby dann letztendlich verurteilt wurde. Bobby sagt dazu aus, dass er in ernster Lage nicht verstanden hat, da er erst 16 Jahre alt war, drogenabhängig war und schließlich, laut eigener Aussage, ist ja niemand gestorben. Aber warum er am Ende 241 Jahre Haft bekommen hat und nicht weniger und warum das Urteil so hart ist, werdet ihr jetzt erfahren. In Amerika ist es mit dem Rechtssystem, wie einige von euch schon wissen, etwas anders als in Deutschland. In Deutschland würde man beispielsweise für einen schweren Raub 10 Jahre bekommen und als Jugendlicher vermutlich noch weniger. Allerdings ist das in Amerika anders. In Amerika bzw. in dem Bundesstaat Missouri ist es so, dass alle Straftaten zusammengezählt werden. Sprich, für alle 18 Straftaten bekommt er eine einzelne Strafe. Heißt also, wenn er zum Beispiel 10 schwere Raubüberfälle gemacht hat und für jeden 10 Jahre bekommen würde, wären er schon 100 Jahre Haft. Die Richterin bot ihn einen Deal an und dieser Deal hieß lebenslang. Lebenslang sind in dem Bundesstaat Missouri 30 Jahre, sprich, er hätte zu dem damaligen Zeitpunkt mit 16, bis er 46 ist, in Haft bleiben müssen. Das kam aber für Bobby nicht in Frage. Wie kann man sich auch vorstellen, dass man mit 16 Jahren 30 Jahre ins Gefängnis muss? Auf jeden Fall hat Bobby dann diesen Deal abgelehnt und die Richterin hat ihm die Höchststrafe von 241 Jahren Haft gegeben. Sprich, alle Taten wurden zusammengezählt und am Ende kam man auf eine Jahreszahl von 241 Jahren Haft. Die Richterin, die ihn damals verurteilt hatte, hieß Evelyn Baker und war damals der Meinung, dass sie im Recht ist und dass Bobby Bostick zu Recht zu 241 Jahren Haft verurteilt wurde. Aber zu dieser Richterin kommen wir noch einmal später und es ist auf jeden Fall sehr spannend, wie sie den Fall nach vorne gebracht hat und wie das Ganze eine Wendung nimmt, beziehungsweise wie ihre Meinung
eine Wende nimmt. Kurz nachdem Bobby zu 241 Jahren Haft verurteilt wurde, haben auch schon seine Familienmitglieder und auch er selbst einen Plan ausgeheckt, wie er vielleicht freikommen könnte. Das erste, was sie dabei gemacht haben, ist eine Seite zu erstellen mit dem Namen freebobbybostick.com. Damit wollten sie die breite Öffentlichkeit erreichen und den Fall so ein wenig in die Öffentlichkeit rücken und Aufmerksamkeit generieren. Auf dieser Seite erzählen sie so ein wenig die Geschichte von Bobby und Bobby sagt auch eigene Dinge zu seiner Tat und dass er diese Tat bereut, was in diesem Fall ziemlich interessant ist. Ich lese euch mal eine Sache vor. Er hat zum Beispiel hier ein Gedicht geschrieben mit dem Namen The Terrible Bullet, was bedeutet die schreckliche Kugel, und er schreibt darin: Kugel, darf ich dir eine Frage stellen? Warum bist du so schrecklich nach deinem Angriff? Dinge werden schrecklich. Seht ihr, wie Körper zerreißen und ihr so viele Träume tötet? Nur eine Welle von Auslösern lässt Blut fließen. Von Menschen gemacht und durch ein eigenes Leben gegeben. Sie sind nicht die Lösung. Menschen, die mit Problemen zu tun haben, denken, dass sie sie so lösen können. Doch am Ende bist du, also die Kugel, das größte Problem. Schaut euch den Schaden an, den ihr der Welt zufügt. Unschuldigen Jungen und Mädchen das Leben zu nehmen. Mit dieser Kugel ist die Kugel gemeint, die er abgefeuert hat auf einer der freiwilligen Helfer, die er ausgeraubt hat, mit seinem 18-jährigen Mittäter. Ebenfalls schreibt Bobby etwas zu sich und weswegen er sich rehabilitiert hat. Und zwar schreibt er: Seitdem ich im Gefängnis bin, habe ich mich rehabilitiert. Einige Jahre nach meiner Haftstrafe starb meine Mutter Diane im Alter von 42 Jahren an Krebs. Kurz danach starb mein kleiner Bruder Sean an den Folgen eines Schusses, der ihn 10 Jahre zuvor gelähmt hatte. Sprich, ich denke auch, mit der Kugel ist einfach auch sein ganzes Leid gemeint. Sein Bruder ist wegen eines Schusses gestorben, 10 Jahre später, und war deswegen gelähmt. Und ja, deswegen das Gedicht davor. Weiterhin schreibt er: Trotz dieser enormen Hindernisse navigierte ich durch meine Gefühle der Verzweiflung und blieb optimistisch. Ich hoffe immer noch und bete, dass eines Tages die Gerichte meine Strafe neu bewerten und mir eine zweite Chance geben. Ich übernehme die volle Verantwortung für meine Rolle in diesem sinnlosen Verbrechen und ich bereue jeden Tag, was ich getan habe. Und ja, Freunde, seine Gebete haben sich ausgezahlt. Er schreibt ja: Ich hoffe immer noch und bete, dass eines Tages die Gerichte meine Strafe neu bewerten. Und dazu werden wir jetzt kommen. Am 10.11.2022, also genau vor 2 Monaten, nachdem Bobby Bostick 27 Jahre in dem Gefängnis abgesessen hat, kam er frei. Eine besonders große Rolle spielte dabei die Richterin Evelyn Baker, die ihn damals zu den 241 Jahren Haft verurteilt hatte, bei einem Raub, bei dem nie jemand ernsthaft verletzt wurde. Und zwar sieht sie ihren Fehler ein und kämpft nun aktiv für die Freilassung von Bobby Bostick. Sie sagt: Ich lerne über die Gehirnentwicklung und erfahre, was für eine Ungerechtigkeit ich einem 16-jährigen Kind angetan habe. Wie unwahrscheinlich ist es, dass eine Richterin, die den Insassen verurteilt hat, an seiner erneuten Anhörung auftaucht und die Freilassung fordert? Ich weiß nicht, ob das jemals schon mal passiert ist. Aber es war etwas, was ich tun wollte. Wieso? Weil es war Zeit für Bobby, nach Hause zu kommen, um die Zeit mit seiner Familie zu verbringen. Es war nur ein Kind. 2010 sagte der oberste Gerichtshof von den Vereinigten Staaten von Amerika aus, dass es unverantwortlich ist, einen 16-Jährigen, der niemanden umgebracht hat, zu 241 Jahren zu verurteilen. Sie klagten gegen das Gericht von Missouri und gegen deren Entscheidung, scheiterten aber. 2017 wurde die American Civil Liberties Union eingeschaltet und das ist eine Organisation, die sich für die Bürgerrechte und generell für Anliegen des Liberalismus einsetzt. Die hat dann ebenfalls geklagt, scheiterten aber auch. Aber dann schaltete sich Evelyn Baker, die Frau, ein, die Bobby Bostick damals verurteilt hatte, und sorgte dafür, dass Bobby Bostick aus dem Gefängnis freigelassen wird. Nach 27 Jahren Haft. Und seine Worte, als er rauskam, waren folgende: Mein Name ist Bobby Bostick und ich stehe hier heute als freier Mann. Ich übernehme Verantwortung für die Taten, die ich vor 27 Jahren getan habe, als ich nur ein Kind war. Und ja, Freunde, das war's auch schon mit dem Fall. Bobby Bostick ist ein freier Mann. Ich finde auf jeden Fall, er hat seine Strafe abgesessen. 27 Jahre ist auf jeden Fall eine lange Zeit. Abonniert gerne den Kanal, wenn ihr keine Kriminalfälle mehr verpassen wollt. Es werden auf jeden Fall in Zukunft noch viel mehr Videos kommen. Schreibt gerne einen Kommentar mit eurer Meinung. Und ja, wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.